So. Macht das für uns in diesem super schnellen Aufzug. Ich bin froh, dass ich falsch lag, aber das Risiko war wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms, wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Ja. Also die Frau hatte eine Lebensaufgabe in den letzten 30 Jahren. Das steht fest, auch wenn es keine allzu tolle Sache war. Er war im Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Sie haben auch hier gearbeitet. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Ne, darf ich gar nicht. Ach so. Den hellen Raum betreten. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern. Denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen. Denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Die Seite war autobiografisch, eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. So langsam wird's aber richtig. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Episode 5 ist beendet! If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field. When I thought that I fought this fool. Oh yeah, yeah. Das Lied gefällt mir wieder sehr schön. Ja, ich dann ein Ziegelied vom Abspann, das mir bisher nie gefiel. War das vom dritten Kapitel oder so? Bam, 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 bam. Also mittlerweile... Ja, das muss das vom dritten gewesen sein, weil das vom vierten hab ich persönlich gerade noch gehört. Ich hab das jetzt durchgesucht und das vierte und das fünfte Kapitel an einem einzigen... Nee, eigentlich an 2 Tagen. Weil ich erst noch ein bisschen was am PC einstellen musste. Und es ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, ich muss nicht nach allen 20 Minuten einen Schnitt machen. Ich habe endlich die richtige Einstellung gefunden. Und mal sehen, wie oft ich das noch
spielen muss, also hier, Episode 5. Oder ob er wirklich alles komplett aufgenommen hat, wie ich doch sehr stark hoffe. Ansonsten, das war schon cool, die Episode 5, die würde ich wohl nochmal spielen, so ist es nicht. Und ja, ich bin durch mit Episode 5, folgt die letzte Episode 6. Und sie kommt bald auf uns zu, das verrate ich euch. Ja. Oh ja. Wenn ich mal überlege. Ja, der Anfang lief nämlich nicht so flüssig. Da hatte ich noch, ja, da wollte ich das Spiel noch nicht so gerne spielen. Ja, mittlerweile will ich wissen, wie die Story jetzt ausgeht. Und ich habe schon nachgelesen, es gibt 6 Kapitel. Dementsprechend, wenn wir jetzt das Ende der 5 haben, wird es nicht mehr weit sein bis zum strahlenden Ende, den wir alle im Gegenzimmer sicher weiß. Aber ich glaube, ich werde das Ende an diesem heutigen Datum nicht erreichen für mich. Den man jetzt so relativ stark noch mit dem Ende verbindet und was geschehen kann. Aber das war's erstmal. Ende. Na dann tschüss.